Wir sind zwischenzeitlich bei der zweiten Kategorie, Weintrophy 2025. Wir sind beim Welschriesling. Siegerweingut Narad Zitz, Südsteiermark. Welche Bedeutung hat denn bei euch der Welschriesling? Im Großen und Ganzen eigentlich ist er für uns eine ganz wichtige Sorte, weil es für uns diese typische steirische Fruchtigkeit, die Leichtigkeit einfach so mit sich bringt, speziell im Sommer auf der Straße mit einer lieben Runde, trinkt man einfach am liebsten am Welschriesling, am besten natürlich gleich von uns, weil dann hat man wirklich den schönen steirischen Apfel im Weinglasl drinnen. Narad Zitz ist ja mehr als nur Weingut. Ich habe liebe Freunde, jahrzehntelang verbunden, die auch bei der Familie Narad Zitz wohnen. Erzähl uns ein bisschen was über Weingut, was ihr sonst noch alles anbietet. Ja, also ich bin jetzt der Winzer in der vierten Generation. Wir haben einen Weinhof mit Winzerzimmer, sehr schöne Südlage. Wir haben Weinverkostungen, Weingut, eben Winzerzimmer, Bed and Breakfast. Was bei uns eigentlich das Tolle ist, wir sind in einer sehr, sehr ruhigen Lage. Uns kennen die Kundschaften nicht nur Halligalli auf der südsteirischen Weinstraßenwochen, sondern direkt zu uns kommen und dann einmal die Seele baumeln lassen. 25 Jahre steirische Weintrophy, das Weingut Narad Zitz sehen wir immer wieder dabei. Finalisten, aber auch Sieger. Vielleicht kannst du uns noch sagen, in welchen Kategorien du schon gewonnen hast und in welchem Jahr, wenn du es weißt. Soweit ich weiß, war es 2016 der Zweigelbrick in der Kategorie Rot und Vielfalt. Jetzt, glaube ich, war es 2018 oder 2019 in Zweigel-Klassik-Kategorie mit unserem Zweigel-Klassik eben. Und heuer, Gott sei Dank, mit dem Welschriesling in der Welschriesling-Kategorie. Gut, dann darf ich nochmal gratulieren und auf den Sieg 2021 Welschriesling im Jahr 2022 anstoßen. Alles Gute!